Hallo und herzlich willkommen, heute wieder mit einem neuen Toy Review, diesmal mit Grimlock aus der Transformers R.I.D. Robots in Disguise Line. Ja, diese Figur ist Teil des Landfill Teams und hat Schwierigkeitsstufe 3. Und ja, kommen wir gleich mal direkt zur Figur. Die Figur wird in verschiedenen Grüntönen gehalten, einmal ein dunkles Grün und ein Neongrün als Verzierung und Baggerschaufel und goldene Verzierungen dann noch mit ein bisschen Silber. Die Figur an sich ist sehr schlicht gehalten und trotzdem eine der kompliziertesten Figuren von allen vier des Teams. Die Figur an sich steht auch im Robotermodus nicht ganz so gut. Und sie hat hier einmal ein großes Autobot-Symbol. Ja, und die Waffe ist quasi hier in der Schaufel versteckt, hier oben, dazu aber später mehr. Ja, kommen wir mal zur Transformation. Die Transformation ist ein wenig komplizierter als bei den anderen. Wir machen einmal die Schaufel komplett ab. Dann lösen wir die Beine komplett. So. Dann lösen wir auch hier unten die Hüfte. Anschließend drehen wir das Ganze einmal herum. So. Dann lösen wir hinten diesen Plug ein wenig, drehen hier unten das Ganze so zusammen, dass sich die Hüfte bildet, was ein wenig komplizierter ist, um ehrlich zu sein, so. Dann drehen wir hier unten die Beine so zusammen, so V-förmig, und drehen das so zusammen. Für mich eindeutig die schwierigste Hüft. Verwandlungen, die ich bis jetzt so gesehen habe. Dann ziehen wir die Beine auseinander, auf beiden Seiten. So. Dann drehen wir so zur Seite. Dann ziehen wir hier unten das auch nochmal auseinander, dass wir hier die Beine so auseinander haben. Der Grund ist, dass wir ansonsten die Füße nicht richtig auseinanderklappen können. So, dann, wie gesagt, die Füße einmal unten öffnen. Hat er wie so drei Zehen. So, anschließend öffnen wir hier oben einmal die hinteren Klappen. Klappen auch erstmal wieder das Rückenteil zurück. Kann man das hier so ein bisschen nach unten biegen. So, dann klappen wir hier oben zum Befestigen und dass sich das nicht mehr dreht, den Kopf hier hinten herum. Klappen den hier rein. Klappen dieses ganze Prozedere einmal auf. Drehen hier die Arme nach außen. Klappen wir es wieder so herum. So. Holen hier unten die Hände heraus. Ja. Nicht wundern, meine Tochter ist gerade wach geworden. So. Aber ich hoffe, das stört euch nicht. Ja. Dann das gleiche wieder hier. Klappen hier auch die Hand heraus. So. Finde ich persönlich nicht so schön gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen, denn man kann die Ellenbogen, wenn man sie hochklappt, nur die Hände nach vorne machen, nicht nach oben, was ich sehr schade finde. So. Ja. Und schon haben wir quasi Grimlock fertig verwandelt. Wir können eben noch diese Roboterschaufel zur Stabilisierung hinten in den Rücken stecken. Nach oben drehen und einmal so herum. Ist eigentlich egal, ob man jetzt die linke Seite oder die rechte Seite nimmt. Das ist egal. So. Und ja, er steht leider nicht sonderlich gut. Aber wie gesagt, das ist jetzt Grimlock. Grimlock ist eigentlich eine sehr schöne Figur. Der Kopf ist sehr schlicht gehalten. Hat jetzt mit dem Dinobot Grimlock nichts zu tun. Ist ein komplett eigener Charakter. Ansonsten, der Brustschutz ist sehr schön gemacht. Von Details her, die Hände sind ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil er halt nur die Haken hat. Auch hier.
Aber es geht schon, ja. Ansonsten, die Beine sind natürlich auch sehr schick gemacht. Viele Details. Die Knie könnt ihr auch bewegen. Könnt ihr natürlich auch nach oben bewegen. Es geht also schon. Sehr schick gemacht. Die Hände, wie gesagt, sind komplett eingeschränkt. Ihr könnt zwar den Ellbogen nach oben machen und könnt auch den Arm so nach unten drehen, aber alles in allem, wie gesagt, sehr eingeschränkt. Gefällt mir nicht ganz so sehr. Dann die Schultern könnt ihr auch einmal natürlich hoch runter drehen, müsst ihr aber immer die Klappe hier öffnen, ansonsten wird es blockiert. Ja, und wie ich schon vorhin gesagt habe, ihr habt hier hinten eine Waffe drin. Ist nur ein bisschen komplizierter rauszuholen. So. Hat hier so ein, mit so einer Federung eine, ja, wie so eine Art Greifklaue. Was ich sehr schade finde, ist, die könnt ihr ihm nicht in die Hand geben. Was schlecht gelöst ist in meinen Augen. Ihr könnt höchstens, wenn ihr sie abnehmt, habe ich noch nicht probiert, nee, hier passt sie nicht rein. Ja, ihr könnt sie ihm nicht in die Hand geben. Es ist nirgendwo eine Halterung dafür da. Das ist echt grausam. Ihr könnt sie, nee, selbst hier unten in die Hand könnt ihr sie ihm nicht stecken. Es ist wirklich schlecht gelöst. Ihr könnt sie theoretisch ihm hier unten ins Bein reinstecken. Ja, toll, aber ja, es ist nicht wirklich so das Wahre. Hier vorne könnt ihr eben noch dran machen in den Bauch, aber das ist auch nicht so schön. Dann könnten Leute wieder was Falsches denken. Ja, an sich, wie gesagt, eine sehr schöne Figur an sich, aber durch die Bewegung her sehr eingeschränkt. Deswegen kriegt die Figur von mir im Fahrzeugmodus zwar 9 von 10 Punkten, allerdings kriegt sie im Robotermodus von mir nur 6 von 10 Punkten, weil halt die Arme absolut grottig designt wurden. Gefällt mir überhaupt nicht. Und auch die Beine und die Hüfte, es ist alles sehr wabbelig, es steht nicht richtig. Und auch hier hinten mit den Beinen. Ihr habt hier diese vorderen Zehen, die in meinen Augen besser wären, wenn sie hinten wären. Denn dann würde die Figur stehen. Das wäre absolut genau richtig. Weil er sehr, sehr, ja, nach hinten lastig ist, also sehr rücklastig ist, dann wäre es genau richtig. Aber so wie es ist, er kippt an und um. Das bringt es nicht. Würdet ihr es so machen, dann würde die Figur stehen. Naja, gut. Kann man sich drüber aufregen, man kann es auch sein lassen. Ansonsten, overall würde ich sagen, ja, zwischen 7 und 8 Punkten von 10 Punkten. Ist zwar schon eine schöne Figur, ist auch die größte des Teams, aber ist nicht so, wie es hätte sein sollen. Man hätte es mit den Armen besser machen können, man hätte es mit den Beinen besser machen können, mit der Hüfte besser machen können. Zum Beispiel, dass man hier zumindest eine Steckverbindung hat, dass man das wenigstens verbinden könnte oder sowas. Aber es rastet nichts ein und gar nichts. Es ist einfach locker. Ja, sehr schöne Figur ansonsten. Und in unserem nächsten Video-Review sehen wir dann den kompletten Combiner-Modus von Landfill, den ich jetzt die nächsten Tage auch nachreichen werde. Ansonsten sehen wir uns das nächste Mal. Ich wünsche euch was, euer Rexford.